Servus, grüezi und hallo zu einer neuen Runde Let's Play Train Fever. Und zwar eben vor zwei Tagen neu erschienen USA DLC, welchen es gratis bei Steam zu beziehen gibt. Wir spielen hier eine Karte in groß mit flachem Gelände. Leichtem Schwierigkeitsgrad und Startjahr 1850 ohne Mods und dann schauen wir mal, wo wir unsere erste Linie verlegen werden. Ja, flache Karte, das ist bei Train Fever immer so eine Sache. Man sieht es hier an den Höhenlinien, die ich mir schon habe anzeigen lassen. Hat doch noch einige, ja, sagen wir mal, einige leichte Hügelchen mit drin. So, und was wir jetzt suchen, sind zwei Städte, die relativ nah beieinander liegen. In einem möglichst flachen Gebiet. Weil jeder, der Train Fever spielt, der weiß am Anfang, sind die Lokomotiven relativ schwach. Also Steigungen, das sollte man tun, nicht vermeiden. So. Ja, das könnte bei der das könnte Weißen Schirmbach und Hülsede. Sehr amerikanische Namen, ne? Da kann man hoffen, dass sich irgendwelche Modder mal amerikanischen Stadtnamen und eventuell dann auch wirklich amerikanischen Straßennamen annehmen. Also First Avenue, Second Avenue, ne? Ihr kennt es ja. So, dann hätten wir doch hier einen prima Kandidaten für eine erste Zugverbindung eventuell. Ja. So. Mittelgroßen Bahnhof. Hätten wir schon zwei Gleise. Ach, machen wir schon mal zweigleisig. Wir denken ja schon ein bisschen für die Zukunft. Lassen wir uns noch die Landnutzung anzeigen. Die Landnutzung an, genau. Dann würde ich doch mal meinen, wir fahren. Das könnte funktionieren. Von hier. Eventuell nach hier. Städtewachstum ein bisschen positiv zu beeinflussen, ziehen wir doch hier einfach die Straße noch etwas weiter. So. Genau. Und verbinden das hier. Ab ein bisschen ansehnlicher. Ja, genau so. Hier legen wir auch noch eine Straße rüber. So, dann haben wir mal unseren Bahnhof an die Straße und dann geht's los. So. Die Ausrichtung. Ja, stimmt ungefähr. Und ihr seht jetzt schon, sobald wir etwas stärkere Lokomotiven haben, können wir Weißen Schirmbach und Hülsede schön mit Dadow und Moddenbacherhof verbinden. Dann haben wir hier eine schöne, nicht zu lange, nicht zu kurze Viererlinie, wo man dann
mit 4 oder 5 Zügen fahren kann. Doch, das dürfte ein gelungener Start werden. So, dann mal hin mit den Schienen. Ja, irgendwie, bei den Schienen, die sehen mir zu wenig amerikanisch aus. Das sind genau dieselbe wie schon im Grundspiel. Aber wir wollen mal nicht meckern. Immerhin ist der DLC kostenlos erhältlich für alle, die Train Fever schon besitzen. Ja. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Wir kommen da. Wir müssen mit Tunnel fahren. Und ich möchte da nach Möglichkeit die maximale Geschwindigkeit, die diese Gleise zulassen, fahren. Das wäre 120 Stundenkilometer, nicht Meilen pro Stunde. Finde ich auch schade. So. Kommen wir da an? Nein, da ist es ja mit Tunnel schon einfacher. Und günstiger vor allem. Ja. Dann fahren wir mal hier lang. Schauen, dass wir hier die Straße einigermaßen gut queren können. Wo liegt unser Bahnhof? Richtungsmäßig liegen wir auch nicht so verkehrt. Es sieht jetzt nicht so schön aus, diese ganzen Einschnitte und Aufschüttungen auf der Karte, aber vor allem bei so schwierigen Startbedingungen mit dieser Steigung lässt sich nicht vermeiden, vor allem wenn man bei 1850 startet. Wir haben das rechte Gleis angeschlossen. Dann machen wir dasselbe natürlich auch oben. Also sobald dann die Kohle fließt, können wir hier auch auf zweigleisig ausbauen, um so einfacher 2 oder auch 3 oder 4 Züge auf der Linie fahren zu lassen. So, und ihr seht schon, auch das kostet mich 314.000. Schon fast die Hälfte des Startkapitals verbraten. So schnell geht das bei Train Fever. So, gut. Die Linie steht erstmal im Grundgerüst. Dann kommt ein Zugdepot. Welches wir wo bauen? Na, das bauen wir hier oben hin. Da machen wir den Anschluss aber schon mal zweigleisig. Dafür bauen wir einfach ein Stück Gleis gerade aus und vom zweiten Gleisanschluss machen wir dann eine Weiche, auch alles schön mit 120. Ne, hier ist 112, macht aber nichts, beim Depot können die ja eh nicht mit Vollgeschwindigkeit fahren. Dann hängen wir hier ein Depot hin und schon haben wir die Zulieferung für diese Route gewährleistet. So, was haben wir denn hier an Fahrzeugen? Eben, ihr seht, wir starten 1850, wir haben eine Lok, die Baldwin's Six Wheels, Baujahr 1842 bis 1879 mit 40 Stundenkilometer. Eine ziemlich schwachen Leistung und eine noch viel schwächeren Zugkraft, also 70 Kilowatt und 25 Kilonewton. Ist jetzt nicht gerade das, was man als Ludmilla oder als Cola-Dose bezeichnen kann. Okay. Die hat auch sehr gesalzene Betriebskosten, 125.000 im Jahr. Bei gutem Zustand, also bei Neukauf, die wird ja mit jedem Tag oder mit jeder Woche im Spiel teurer. Na, mal gucken, ob das was wird. 208.000 Kaufpreis, dann ja,
würde ich mal sagen, kaufen wir uns eine Baldwin ist eine relativ kurze Strecke. Die haben Betriebskosten von knapp 23.000 pro Jahr. Ach, hängen wir jetzt mal zwei von diesen langen Wagen dran. So. Ich meine, ist ja dann kein Problem, den Zug zurück ins Depot zu holen und da noch ein, zwei Wagen dran zu hängen. Aber vorerst dürfte das so mal passen. So. Dann erstellen wir unsere erste Linie. Jetzt nichts Weltbewegendes. So, halt von Weißenschirmbach nach... Wo ist es denn? Nach Hülsede. Ja. Ach ja, wir müssen zweimal drin. Einmal entfernen. So. Das wäre dann wohl unsere erste Linie. Gleisverbindung stimmt. Die Linienfarbe, also der rote Strich hier, ist durchgehend von Bahnhof zu Bahnhof. Als kleine optische Hilfe, weil es gibt hier gerne, vor allem wenn man dann die Strecken elektrifiziert, dass man ein kleines Stück vergisst. Und wenn es so einen kleinen Unterbruch gibt, ist diese Linienkennung nicht da. Also auch immer eine optische Hilfe, dass man sieht, ah, funktioniert oder ah, hier ist noch irgendetwas, was nicht so ganz passt. Gut, dann setzen wir unseren Zug. Ah, wir müssen jetzt das Linienfenster schließen und dann Depot anklicken und Linie zuweisen. Du gehst auf Linie 1. Der Zug wird jetzt aber noch nicht losfahren, weil wir nutzen die Gunst der Stunde erstmal, um hier auch gleich Nahverkehr aufzubauen. Und zwar eventuell machen wir das in Form einer Buslinie. Wir hätten ja auch noch alternativ die Wahl für Straßenbahn, aber wir beschränken uns mal auf Busse. Wir sind ja nicht Krösus und können hier mit Geld um uns werfen, um hier noch die ganzen, ich würde jetzt mal sagen, Landstraßen sollten das darstellen, mit Straßenbahnschienen zu versehen. Deshalb pflanzen wir hier mal ein Depot hin. Und in weiser Voraussicht ein großes Terminal, aber schon mal mit Straßenbahnschienen, wenn man dann später eine Linie ausbauen oder aufwerten will, wird es ein bisschen günstiger beim Updaten. So, dann schauen wir mal. Ihr seht hier bei Weißenschirmbach die Häuser in dieser Farbkodierung, grün, blau, rot und gelb. Hier bei der Landnutzung habt ihr genau dieselben, also grün, dieser ganze Bereich hier, das wäre Wohngebiet, blau ist Industrie, rot ist Geschäftsgebäude, also dieser schmale Teil hier, und dann hätten wir noch gelb für Freizeit. Und eine Buslinie legt man am besten so, dass man möglichst alle vier Kategorien damit abdeckt und die Linie trotzdem nicht allzu lang gestaltet. Deshalb würde ich sagen, wir fahren jetzt hier für den Anfang mal so einen Kreis, schön außenrum. Ja. Gesagt, getan.
jetzt am Anfang lässt sich zum Teil auch nicht vermeiden, dass dann die Linien etwas, sagen wir mal, länger werden. Ist aber kein Problem. Sobald es dann bessere Busse gibt, kann man die splitten und die Taktung halt den Gegebenheiten entsprechend anpassen. So, jetzt bauen wir da quasi einen Rundkurs. Hier schön in die Industrie rauf. Gehen dann hier in den Geschäfts- und Freizeitbereich. Machen hier noch was hin. Und hier an der Grenze Wohngebiet, Geschäftsbereich ist immer gut für die ganzen Leute, die einkaufen wollen. Und hier noch was und hier noch was. Ich hoffe jetzt mal, diese Bushaltestellen decken diesen Freizeitbereich mit ab. Dann gibt es hier noch zwei Bushaltestellen und dann bauen wir hier einfach mal stinkfrech einen Wendeplatz hin. Oder so, ja. So, dort hätten wir unsere erste Buslinie. Neue Linie erstellen und die Haltestellen hinzufügen. Fährt und die gleiche Haltestelle zweimal hintereinander anfährt. So. 11 und 12 und dann die ganze Geschichte zurück. Ja, ist jetzt auch, wie ich schon vermutet habe, bei den Straßen, Ringstraße, Berliner Straße, Birkenstraße, nicht gerade so das, was man amerikanische Straßennamen nennen sollen, würden, könnte. Ihr wisst, was ich meine. Ja, hier ist wirklich die Hoffnung von mir, dass sich irgendjemand der ganzen Sache mal annimmt. Also rein von der Optik her sieht's nicht schlecht aus. Ich kann nur noch mal betonen, der DLC ist gratis. Allein deshalb kann man schon nicht viel meckern. So. Dann hätten wir das. 12, 4, ja, doch, passt. Ihr seht jetzt schon 22 Haltestellen, die angefahren werden. Ist natürlich für eine einzige Buslinie Entschuldigung, für eine einzige Buslinie schon sehr lange. Mein Plan ist es, dass ich dann da, sobald wir die nötigen Fahrzeuge unser eigen nennen, hier einen Split machen, Linie 1, Linie 2 und hier bei der Station eine Wendeschleife irgendwie versuchen einzufügen, dass es hier Umsteige Passagiere gibt. Von diesem Wohngebiet zu dem Wohngebiet und eventuell legen wir noch eine Expresslinie irgendwie je nach Stadtentwicklung so in dem Bereich an. Aber jetzt kaufen wir uns jetzt mal unsere Busse. Und wenn ich Busse sage, meine ich natürlich Postkutschen.
werden auch gleich mal 10 Stück draufjagen. Soll sich auch lohnen. Und ihr geht auf Linie 2 und somit hätten wir doch schon mal den Anfang geschafft. So, schauen wir mal. Hier kommen unsere ersten Busse in Form von Postkutschen. Dann wechseln wir mal zum Bahnhof und gucken uns das Ganze mal ein bisschen an. Die Landnutzung kann ich jetzt wieder deaktivieren. Da kommt unser Zug. Sehr schön. Schauen wir uns das mal so. Und mit der Ausfahrt des Zuges und mit der Ankunft der ersten Postkutsche würde ich sagen, das war es dann auch schon für unseren ersten Teil des Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, wie es mir gemacht hat beim Spielen, und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet, ein Abo für den Kanal, einen netten Kommentar hinterlassen. Und in dem Sinne würde ich mich verabschieden und sage mal bis bald. Euer Mr. Helvetic Let's Plays.